Wirklich Wahnsinn. Lasst mich in Ruhe, ey. Lasst mich jetzt wirklich gerade in Ruhe. Schwupps. Oh Mann. Wie geht's denn am schnellsten? So nicht gut, danke. Ach, bescheuert. Das ist so weit weg. Und die Entwickler wussten doch, okay, wenn man sich bis dahin den Bogen noch nicht gekauft hat, steht man da ziemlich, sitzt man echt in der Scheiße. Lass uns doch einen Teleporter machen, damit die Leute schnell zurück können. Das ist jetzt nicht gerade passiert. Das ist ein... Was? Das ist ein Grafikfehler gewesen, interessant. Ja, warum sagen sich die Entwickler da nicht, ey, komm Leute, lass uns mal nicht so ein Arschloch sein. Wenn man jetzt den Bogen bis dahin noch nicht hat, dann was sollen die Leute da machen? Wir müssen durch die komplette Welt rennen, nur um einen Bogen zu kaufen, dann nochmal durch die komplette Welt rennen, dann nochmal diesen ganzen Statuenmist machen, dann nochmal den Tempel, dann erst den Gegner besiegen und dann haben sie erst den ersten Teil dieser ganzen Tempelquatsch-Scheiße da gemacht. Lass uns mal nicht so ein Arsch sein. Machen wir mal einen Teleporter hin und dann können die Leute direkt zurück zur Stadt, den Bogen kaufen, wieder hin und dann ist gut. Aber nein, man hat sich explizit dazu entschlossen, keinen Teleporter dorthin zu setzen, weil man sich denkt, wenn die Leute so blöd sind und haben den Bogen da noch nicht dabei, weil sie das telepathisch wissen müssen, dass man da den Bogen braucht, dann wollen wir auch, dass die jetzt durch die ganze Stadt latschen, durch die ganze Welt, meine ich. Also irgendwas, ich denke mir halt immer, irgendwas muss ja in diese Entwicklungen, in die Gedanken, die man sich da gemacht hat, eingeflossen sein. Und also mehr als Sarkasmus kann ich mir da gerade jetzt nicht vorstellen. So. Gebt mir diesen Scheißbogen und stirb. Pfeil und Bogen nur 800, 980 Rubine, vielen Dank und bis bald. Ja, Wiedersehen. Was hast du jetzt? Pfeile. Wie viele Pfeile habe ich überhaupt? Ich müsste mittlerweile ganz schön viele haben. 20 Uhr. Fick dich. So, 19 Rubine. Ja. Ach, ist das schön. Das ermutigt doch richtig. So, jetzt den ganzen Weg wieder zurück. So, dann hätten wir den ersten Gegner da unten Platz. Dann müssten wir Richtung Norden, wo der andere Tempel ist. Mal schauen, wo der ist. Aber ich habe auch noch im Kopf, dass ich das mal gemacht habe. Ich weiß es bloß nicht mehr genau. Ich denke, ich habe das schon mal gemacht. Aber ich bin gerade echt am Rätseln, was da kam. Also was es da gab, weiß ich gerade nicht mehr. Kann das sein, dass ich gerade total falsch laufe? Nee, tue ich nicht. So. Einmal Klemme. Klammer, Enterhaken halt. Schwups, die Wups. So. Nerv mich nicht. Gut, danke. Dann haben wir es ja fast wieder. Müssen nur noch mal den Tempel-Bullshit machen. Also das Spaßigste von allem. Warum schiebst du eigentlich die ganze Zeit die Luft, lieber Link? So, ach, die Grünen, ich vergesse die immer wieder. Einmal Schwups. So, nochmal Schwups. Und ich glaube, ich sammle die Rubine jetzt mal ein, weil jetzt brauche ich sie definitiv wieder. Ne, oben lang, oben lang. Oben lang. So, dann... Genau, auf der anderen Seite kam, glaube ich, auch... Ah, ja, das kamen sogar vier. So, jetzt... Jetzt kommt der da raus, ey, Wahnsinn. So, den... die beiden noch. Die beiden noch, einmal dich. Danke. Ja, genau. So, wieder mit üppigem Leben in dem Palast. Hier sind wieder nur Pfeile drunter, kann das sein? Danke. Danke, ich bräuchte ein Herz, das wäre mir jetzt wichtiger gewesen, aber egal.
Bogen raus. So, show off. Come on. Hallo. Hallo. Zack. 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 10 Pfeile noch. Zack. Meine Güte. Ein Bärenschlüssel? Der Maskenschlüssel, er gehört nun dir. Schönen Dank, was soll ich mit einem Maskenschlüssel? Aber naja gut. 7 Pfeile, da hätte ich aber auch nicht viel daneben donnern dürfen. Dürfen. So. Und Beschreibung? Was? Oh, Eiland Kokolint, bist nur eine Illusion. Die Menschen, die Monster, das Meer, der Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Wächst du den Träumenden, so wird sich die Insel in Luft auflösen. Mann, wie eine Seifenblase zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Ja. Wäre für die meisten jetzt vermutlich... damals war das eine große Sache, aber jetzt ist es vermutlich so. Aha, hat er die Steinplatte jetzt endlich gefunden. So, auf die Art. Ich glaube, das hat jetzt nicht mehr so den Impact. Ja, die Insel ist ein Traum des Windfischs. Alle Personen und alles, was man hier sieht, mit dem man interagiert hat, ist ein Traum des Windfisches. Und da unser Ziel ja ist, den Windfisch aufzuwecken, wird alles vernichtet werden. Du hast also das Bild gesehen. Natürlich weiß man nicht genau, ob Kokolint tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Vertraue deinem Gefühl. Irgendwann wirst du es genau wissen. Ja, ja. Problem ist, wir haben trotzdem nur noch 2 Herzen. Und das Spiel sieht es gerade nicht ein, uns dementsprechend etwas unter die Arme zu greifen. Naja, also... Gut. Die Insel soll also irgendwie ein Traum des Windfisches sein, aber wir müssen ja den Windfisch aufwecken, um hier von der Insel wegkommen zu können. Das heißt also, wir sind in einer kleinen Zwickmühle. Entweder wir bringen alle um... Naja, eigentlich nicht, weil sie sind ja nicht echt. Aber wir, naja, löschen sie halt aus. Oder wir bleiben für immer hier. Was nicht geht, weil wir müssen den Hyrule retten und die Prinzessin ist wahrscheinlich auch schon wieder entführt. Ah ne, da war Mario. Egal. Na, bewege er sich. Bewege er sich. Ja, was ist denn hier los? Seit bleiben die Viecher denn für immer und ewig an einem kleben? So, jetzt wollen wir hier hoch irgendwie. Weil er hat ja gesagt, Norden ist der nächste Tempel und ich weiß jetzt überhaupt nicht, was er damit meint. Deswegen, ja, gehen wir hier einfach hoch. Ist ja in Ordnung, ne? Das muss ja dann einfach nur... Ah, toll. Gut, das Labyrinth ist, macht seinem Namen alle Ehre. Hier besser? Macht der einsame Stein hier? Nö, ist nicht besser. Gut. Dann, warte mal. Dann könnten wir hier durch und hier durch und dann hier durch und hier durch und hier durch und hier durch und hier durch und... Jetzt geh erstmal weg, du da unten. Und hier durch und hier durch und, ja. Wow. Ah, super, gut. Noch eine Sackgasse. Das heißt, da hoch kommen wir gar nicht. Spitze! Und der Bombenheini wird uns jetzt erwischen, natürlich. Das war klar, dass der uns erwischt. What the fuck? Warum starte ich denn hier? Ach, komm schon, ey. Dieses Spiel legt's doch gerade darauf an, mich einfach nur noch anzukotzen gerade. Das ist doch ein schlechter Scherz. Warum starte ich denn hier? Das ist so die... Alter. Mit die dümmste Stelle, wo man starten kann. Statuen-Bullshit. Jedes Mal. Super. Ich freue mich drauf. Mann. Dabei will ich doch erstmal nur noch wissen, wie ich hier überhaupt wegkomme.
Aber statt, dass mir das jemand sagt, setzt man mich lieber wieder an den Rand und ich muss den ganzen Scheiß, den ich einmal gemacht habe, wieder und wieder und wieder machen. Das ist ein Spaß. So, dürfte ich jetzt bitte hier dran vorbei? Diese blöden Dinger hier gehen mir tierisch auf den Geist, weil man sie mal nicht treffen kann irgendwie. So, also ich muss wahrscheinlich irgendwie ins Wasser rein, würde ich sagen, aber... Wo... Ja, von hier aus irgendwie ins Wasser. Jetzt steht der Schlumpf da im Weg. Och, Mann, da mach dich halt vom Acker. Du stehst voll im Weg. So. Wie? Das ist unlogisch wie die Hölle. Wie kann der mich treffen? Er flieht und ich schwimme im Wasser. Und ich stoße mich an ihm, an seinem Kopf oder was? Was für einen Sinn macht das denn? So, ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Komm, das werdet ihr nicht überleben hier. Oh, wow. Und? Ich bin hier draußen. Oh! Ja. Ach, der Maskenschlüssel. Doch, doch, doch. Ach, super. Oh, habe ich ein Schwein. Danke, dass ich auf die Eule gehört habe und zuerst nach Süden gegangen bin. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt direkt in den Tempel hier. Und das ist Level 6 Maskentempel. Level 6. Aha. Na denn. Ich meine, hier wäre ich auch schon mal gewesen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, hier war ich schon mal. Ja, hier war ich schon mal. Hier war ich auf jeden Fall schon mal. Oh Gott. Nicht dieser Tempel. Ja. Oh mein Gott. Das ist der schlimmste Scheiß. Diese Gegner sind die Hölle. Da braucht man dringend das Dungeon-Item, sonst ist man hier total aufgeschmissen. Problem ist, ich weiß nicht mehr, wo man diese Seite bekommt. Sehr gut. Nicht so gut. Ich brauche ein Schlüssel. And I have no Schlüssel. War hier irgendwas mit Wandrennen? Naja, irgendwie bewegen die sich, ne? Okay. Was ist das denn hier? Wie darf ich denn das jetzt verstehen? Was ist denn das für eine Perspektive? Wie rum gehen denn diese Dinger hier? Ich kann das gerade nicht einordnen, wie die, was das überhaupt sein soll. Tja. Ich probiere es einfach mal mit den magischen Dingers hier, aber... Nö, war klar, dass das nichts bringt. Das hier vielleicht irgendwie draufspringen? Nee. Nee. Wo ist denn mein Enterhaken? Da ist mein Enterhaken. Gut, dann wollen wir hier wieder weg. Es gibt bestimmt einen Trick, aber ich finde ihn jetzt nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die funktionieren, die Dinger hier. Also, bedeutet, Schild raus und Geister besiegen. Oh Gott, ey. Die sind so schlimm. What? Warum kannst du zweimal schießen? Seit wann das denn? What the fuck? Großartig. Alter. Steh richtig rum. Bist du das... Oh, wow. Das sind so ätzende Gegner. Nachher sind die einfach wie die Hölle, aber am Anfang... Ah. Vor allen Dingen, lass mich jetzt mal in Ruhe. Ich will jetzt hier erstmal durch. Keine Ahnung. Vielleicht bringt's dir was. Herz, danke. Oh. Shy Guys. Ah, der bewegt sich nur, wenn ich mich bewege. Das macht wenig Sinn.
Okay. So, dann, warte mal. Oh, neue, das ist schön. Bomben? Mehr Bomben? Nee? Oh, ein Herz und ein Schalter. Freude! So, und jetzt habe ich ein Problem.